Route 13. Meine Glückszahl, obwohl es eigentlich eine Unglückszahl ist. So, lange Geschichte erzähle ich euch irgendwann mal später oder so, falls wir was zum Quatschen brauchen. Route 13. Hey, hey Trainer auf Wanderschaft! Lust auf einen vergnüglichen Kampf? Ja, muss ich wohl, wenn du mich danach fragst. Okay, Göre, ne? Swantje. Aspiror. Ein erstes Generations-Pokémon. Level 63 hätte schon längst ein Schlapur sein können. Nahkampf. Adabadabam. Und Enemy Down. So. Heute gibt es gegrillten Hasen zum Frühstück oder was weiß ich. So, Snubul. Hallöchen. Und tschüss. Schießen würde ich erst zum Himmel. Wie Team Rocket in der TV-Serie. Na, jetzt ist egal, ob die Verteidigung jetzt singt. Es ist egal. So. Tschüss. Und Level 62 für Chuck Norris. Knilz. Naja, gut. Ja, ich wollte jetzt eigentlich Dinge einsetzen. Ich habe Alduin versehentlich jetzt eingesetzt, aber egal. Ist eins aus der dritten Generation, findet man wie heißt die Stadt? Fällt mir der Stadtname nicht ein, unglaublich. Blütenburg City, genau. Blütenburg City, bald findet man den. Das wollte damals so ein Forscher unbedingt sehen. Ja. War es denn schon vorbei? Aber ich wollte doch noch mehr von den Pokémon sehen. Tja, Pech gehabt. Hättest du mich normal gefragt, hätte ich es dir vielleicht gezeigt. Aber wenn du einfach so kämpfen willst, kannst du es knicken. Oh Gott, hier brauchen wir Zerschneider. Und hier oben brauchen wir Stärke. Aber Stärke haben wir. Ich hole mal zuerst ein Pokémon, das Zerschneider kann. Fahrrad. Pissera, Serra. Gut, ran an die Box. Jemandes PC heißt das immer noch. Oh Gott, wir müssen endlich mal den Typen finden, der den PC benennt. Weiß ich gar nicht, wie der heißt, oder ob es sie oder er ist. Welches Pokémon kann denn Zerschneider? Moment, gehen wir schnell alle durch. Nein. Kann das ein Nagelot? Kann das sein? Nee. Ach komm, nimm einfach mal. Nee, Philillo haben wir es beigebracht, genau. So. Jetzt ist die Frage, welches legen wir ab? Ich lege mal Alduin ab, weil Alduine hat eh schon ein Level, das weit über unserem Potenzial der unserer anderen Pokémon ist. Ha, ich habe ein anderes Wort benutzt. Potenzial. Oh, ich bin so gut. So, Fahrrad her. Und jetzt taucht ein wildes Pokémon auf. Wer hätte es denken können? Lunastein. Level 48. Findet man in der Meteoritquelle in der dritten Generation. Aber nur in der Saphir-Edition. In den anderen Editionen gibt es das nicht. In den anderen findet man stattdessen Sonfels. Was sagt man Sonfel? Ich sage immer Sonfel. Aber Sonfel klingt irgendwie besser. Naja. So, Gary, zerschneide mal diesen Ball. Ich meine diesen Strauch da. Das müsste ein TM sein, soweit ich mich erinnern kann. Nee, das ist nur ein Top-Äther. Schade. Ich war echt im sicher, dass es eine TM ist, okay? Hier ist noch ein Teenager. Hallöchen, Teenager. Hey! Ach, du wirst gegen mich kämpfen. Bist du auch denn stark?
Natürlich, ich habe die Liga durch, ich habe N besiegt, ich habe die Welt gerettet, pipapo und tralala. Und dann fragst du mich, ob ich stark genug bin. Unglaublich. Linkada, Level 63. Hätte schon längst Ninjask sein können. Ninjask ist das schnellste Pokémon, das es gibt. Außer Deoxys. Bis auf Deoxys. Deoxys ist noch schneller als Ninjask, halt seine Geschwindigkeitsform ist. Immer noch schneller als Ninjask. Was war das? Lebensschelle war das, ne? Ja, das müsste Lebensschelle gewesen sein. Senkt die Genauigkeit. Naja, Stärke und tschüss. Okay. Motepe. Was ist das nochmal? Irgendein fünftes Generations... Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich lasse mal Sepp hinaus. Ist es dieses Käfer-Pokémon? Kann das sein? Ja, warum habe ich das nicht gewusst? Und warum setze ich Zappy-Queen dagegen ein? Wenn ich schon vermute, dass es dieses Pokémon ist, was jetzt gekommen ist, naja. Das war wieder meine Cleverness. Käfer geboren. Eine Käferattacke, wie man sicherlich auch vermuten kann. Eine sehr starke Käferattacke. ja, Lake wäre besser gewesen, aber ich habe mich vertippt mal wieder und stattdessen Kaskade genommen. Weil ich dachte, Motepe ist ein Boden-Pokémon. Es kam Psychokinese, hätte ich nicht gedacht. Anscheinend ist Motepe nur ein Flug-Käfer-Pokémon. Und wo es aussieht wie Flug-Boden. Von seiner Farbe her sieht es aus wie ein Boden, deswegen. Und über den nächsten Gegner brauchen wir gar nicht reden, das schafft sogar Gary. Adventi, ich will da nicht groß rummachen an diesem Saftkorn, was jetzt kommt. Denn es setzt eh nur scheiß Härtner ein. Saftkorn! Okay, Metapart. Use Harden! Oh, meinst du schneller? Schade. Wäre lustig gewesen, aber egal. Tschüss. Okay, boah, gibt's auch sehr wenig Erfahrungspunkte. Normalerweise kriegt man immer 2000 Erfahrungspunkte, soweit ich mich entsinnen kann. Hier geht's nach unten und hier geht's... Na! Hier geht's ins Nirgendwo, okay. Was ist das? Es sieht so aus, als wären dem Wingull auf Route 13 drei Briefe abhanden gekommen. Ich würde ihm so gern dabei helfen, sie wieder zu beschaffen. Drei Briefe, sagst du? Ja gut, jetzt musst du drei Briefe finden. Ist auch logisch. So wie ich das sehe, Kunst einige Balance zwischen Gefühl und Kalkül. Und bei einem Kampf ist es ebenso. Ich hab keine Ahnung, was du da gequatscht hat, aber egal. Ein Maler. Oder ein Künstler, ja. Kamerupt, oioioi. Eins unserer Team-Pokémon im Saphir. Naja. Na, Kampf. Und, ja, das wird's nicht schaffen, glaube ich, oder? Oh, ich habe Respekt vor Chuck Norris jetzt. Da ist jetzt ein Kamerupp Level 65 gewonnen, in der Tat. Boah. Warum habe ich deine Stärke nur nicht erkannt? Keine Ahnung. Hier sind zwei Items. Wahrscheinlich wieder ein Poké-Fake. Schafklaue. Damit können wir, glaube ich, Sneebel zu Sneebuna entwickeln. Und hier haben wir einen Brief gefunden. Briefpost 2. Jetzt brauchen wir nur noch zwei andere. Die Frage ist, wo sind sie? Ich glaube, du wärst clever, wenn ich mein Itemradar raus tue. Wer weiß, vielleicht ist es ja ein verstecktes Item. Ich habe keine Ahnung. Tangela. Wird zu Tangolos. Ein sehr starkes Pflanzen-Pokémon. Aber Tangela allein ist schwach, aber auch nicht würdig gegen mich anzutreten. Deswegen fliehe ich jetzt einfach. Okay, was kommt jetzt? Du willst mich wohl nerven, oder? Ich will nicht gegen dich kämpfen, tut mir leid. Such dir jemand anderen. Du bist kein Gegner für mich. Tschüss. So, hier ist ein Angler. Oder ein... Ja, das ist bestimmt ein Angler.
Ich bin ein stolzer Angler, der jeden Fang liebt. Ob groß oder klein. Doch jetzt werden sich erstmal deine Pokémon den Sieg angeln. Der hat bestimmt nur Carpador's, glaube ich zumindest. Ah, Glück gehabt. Tensora kennen wir aus jeder Edition von die wir jetzt Let's Play haben. Okay, ja, was soll ich dazu sagen, außer Stärke? Quallenfischen. So, es kommt jetzt Balderfisch, ein Giftwasser-Pokémon. Streifi. Darauf musst du aufpassen, Balderfisch ist sehr giftig. Deswegen Donnerblitz, ich will auch jetzt ungern physisch angreifen. Weil er hat, glaube ich, irgendeine Fähigkeit, die mein Pokémon vergiften könnte. Nur eine Schätzung, ich bin mir nicht sicher, aber kann ja alles sein. So, was kommt jetzt? Tentoxa. Die Entwicklung von Tentacha, wie man sich sicherlich vermuten kann. Ja. Hier, Donnerblitz für dich. Da-da-da-da. Ja, überlebt. Naja. Gut. Und ist gleich an mit Hydro-Pumpe. Was auch jede Menge abzieht. Aber noch ein Donnerblitz wird es nicht überleben. Heute gibt's Quallen, geröstete Quallen. Kann man Quallen essen? Bestimmt, ne? Ja, bestimmt. Quallen kann man bestimmt irgendwie rösten und essen. Ich habe verloren, da muss ich mir doch glatt eine Niederlage eingefangen. Dings da, K. Hier ist noch ein alter Mann. Ein Brief? Sag bloß, du meinst diesen hier. Der ist mir vorhin glatt auf den Kopf gefallen. Den kannst du gern dem Windgall wiedergeben. Okay, haben wir den zweiten Brief von drei? Das ist der erste, okay. Das ist die Frage, wo ist der dritte Brief? Hier ist noch ein verstecktes Item, wird mir angezeigt. Das ist allerdings auf dem Berg da oben. Entweder ist es der dritte Brief oder ein normales Item. Hoffentlich ist die Niederlage gegen meine Pokémon nicht so niederschmetternd. Nur der gegen meine Pokémon. Großmaul. Nein! Ich ahne Schlimmes. Ich bin weg. Bis dann. Bis wir diese Carpados gesehen haben. Bis wir diese Carpados besiegt haben, rede ich kein Wort mehr. Das war so niederschmetternd, mir fehlen die Worte. Und du willst mich mit Carpados besiegen, schäm dich. Warum entwickelst du sie nicht weiter? Den sollte man echt ins Wasser schubsen, damit er ertrinkt. So, was bist du für eine? Eine Dame, elegant am Strand, mit Sonnenschirm in der Hand. Sag, wollen wir kämpfen?
Ja, warum nicht? Ich brauche Erfahrungspunkte für die Liga. Elisabetta. Eweia. Ach, wie schön. Wasserkäfer. Na gut, machen wir es wieder mit gegen die Carpedors mit Stärke. Diese verdammten Carpedors haben mir 6 AP-Punkte gekostet. Was für eine Verschwendung. Nicht mal die Stärke waren sie wert. So, hier, dieses Goldkind ist dem Angriff eines Gegnerstoßes wert. Nun tschüss. So, was kommt jetzt? Goldini, war ja klar. Okay, da wechsle ich zu Seppiqueen. Ich glaube, Jack Norris hat genug gelevelt fürs Erste. Seppiqueen! Goldini! Ja, was soll ich dazu sagen? Außer Lockklinge. Vor dem UV-Strang konnte ich mich gewiss schützen, aber vor deinen Attacken nicht. So, erstmal die Position verändern. Nein, nicht das, sondern... Nein, auch nicht das. Nein, Itemradar wieder öffnen. Wobei, das müssen wir eh schließen, wenn wir unser Team öffnen wollen. Nein, nicht das. Nein, auch nicht das. Nein, hier, genau da. So. Item nehmen. Zielscheibe, okay. Glücksei trägt Streifi. Aber ich möchte es zuerst Seppiqueen geben. Da gibt es viele Wasser-Pokémon, da können wir Seppiqueen auch gleichzeitig ein bisschen auftrainieren. Dann Tausch, zack, zack, zack mit Chuck Norris, okay. So, wo geht's denn hier lang? Ach, das ist der Typ, der gibt euch jeden Tag ein anderes Item, darunter auch ein Glücksei. Da kann man sich auf diese Art sehr, sehr viele Glückseier bekommen oder andere Sachen. Was ich hier mache? Ich bin in Sachen Schatzsuche unterwegs. Ja, Schatzsuche! Das macht total Spaß, Wahnsinn. Erst vorhin habe ich etwas im Strand gefunden, vergraben im Sand. Da ist genau sowas, das ich schon mal gefunden habe. Was? Da ich genau sowas aber schon mal gefunden habe, überlasse ich es dir. Schützer. Schon wieder ein Schützer. Jetzt haben wir schon 2. Rihornios. Auch morgen gehe ich hier wieder auf Schatzsuche. Vielleicht finde ich ja noch etwas. Du kannst also gern vorbeikommen. Wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ja gut, da kann man hingehen nach der Liga. Was man alles erledigt hat und sich langweilt. Und nicht weiß, was man machen will. Deine Reise und dein Streben danach, immer stärker zu werden, haben dich also hierher gebracht. So viel Eifer muss belohnt werden. Ich werde einem deiner Pokémon die Attacke überhaupt beibringen. Die ultimative Attacke. Bist du damit einverstanden? Ja. Gut, der bringt euren Starter, euren Wasserstarter bringt Fauna-Statue bei, eurem Feuerstatue bringt der Lohe-Kanonade bei. Und eurem Wasserstarter bringt da Aquahubize bei. Also wir haben jetzt einen Pflanzen, der bringt uns da stattdessen Fauna-Statue bei. Und das ist eine sehr gute Attacke. Ich zeige euch mal, was die kann. Stärke 150. Angriff mit dickstem Ast. Der Angreifer muss eine Runde aussetzen. Na gut, die Attacke ist gut, allerdings ist sie spezial. Und Seppiqueen greift eher mit physischem Angriff an. Daher würde ich es ihm eher nicht erlernen lassen. Auch wenn es sehr gut ist, die Attacke, aber tut mir leid. Wir haben ja Gigastoß noch. Und Gigastoß ist physisch und ja. Daher besser als die als die Fauna-Statue. So, hier können wir surfen. Bin gespannt, wo es hinführt. Zu einem wilden Pokémon namens Barschuft. Verdammt. Nee, Wingull. Wingull. Bist du das Wingull von dem Typen aus dem Saphir-Let's Play, der uns nach Forsterhafen bringt? Tschüss.
So, hier ist Gras, das ist, waren wir glaube ich schon. Und hier ist ein Häuschen mit einem Sonnenschirm. Kann man sich leider nicht hinsetzen, weil ich zu behindert bin, auf einen Stuhl zu setzen. Oh, ich bin zu behindert, ich kann mich nicht auf einen Stuhl setzen. Hier ist ein Haus, da bin ich hier förmlich aus dem Häuschen. Okay, und was ist hier? Was bist du für einer? Na, bleib doch stehen. Diese Tafel habe ich in den Tiefen des Meeres in der Nähe von Ondula gefunden. Als ich mit der Attacke tauche, mal so richtig abgetaucht bin. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Wenn du willst, überlasse ich sie gern dir. Eine Wassertafel. Diese Tafel kann man Arceus geben, dann verändert Arceus seine Form. Ich habe noch eine, die kannst du auch gern haben. Draco-Tafel. Okay, Draco verstärkt die Attacke von Drachenattacken. Und die Wassertafel verstärkt die von Wasserattacken. Und jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand, aber ist ja auch egal. Moment. Was habe ich da gesehen? Was ist das? Mülleimer! Er ist leer, schade. Also gut, gehen wir mal wieder. Schwimmen wir zurück. Wir schwimmen ja, wir gehen ja nicht. Ja doch, wir gehen jetzt gerade schon, aber wir müssen ja auch noch schwimmen oder beziehungsweise surfen. Weil wir ja nicht schwimmen können. So. Ich glaube, es benutzt das Fahrrad. Das ist jetzt ein weiter Weg bis zurück. Hier, hi FBI-Typ. Das ist der mit den Carpadors, den wir ins Meer schweißen wollen. Also gut, ich glaube mal, da oben ist noch ein Brief versteckt gewesen, weil vorhin hat das Itemrad da was angezeigt. Golbert. Boah. Hör auf mich zu nerven, du scheiß Golbert. Ich hab dich noch nie gemacht. Noch nie in meinem verdammten Pokémon-Spiel-Daseins. Pokémon-Spiel da sein. Das klingt so, als wäre ich ein Pokémon-Spiel, lol. Nee, als mein Pokémon-Spieler da sein. Hab ich noch nie einen Golbert gemacht. Außer X-Bug. X-Bug ist natürlich cool. Aber Golbert ist kacke. Stirb! Tschüss. Okay, Golbert hätten wir. Und Seppifin erreicht ein neues Level. Nun gut, jetzt hoffentlich kommt kein neues Pokémon mehr. Ja, ich hätte meinen Satz zu Ende sprechen sollen, eher dieses scheiß Golbert uns nochmal attackiert. Hast du nicht schon genug? Komm, lass mich in Ruhe. Ja, ich hätte auch Drachenrote verwenden können, aber was soll's. Oh, es überlebt den Gigastoß. Boah! Oh man, Horrorblick, jetzt können wir nicht mehr fliegen. Schönen Dank auch, du Sack, du. Und Akrobatik kannst du auch noch, oh nein. So, tschüss. Okay, jetzt will ich lauf! Nein, ich krieg mich nicht auf. Ruhig bleiben. Wollt ihr mich hier festhalten, ihr schönen Pokémon auf dieser Route. Tut mir leid, kein Interesse an den Kampf. Such dir jemand anderen. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Ja, gell? Hallo? Hey, bleib doch stehen. Ich bleib einfach hier stehen und warte, bis er nochmal herkommt. Ja, gegen dich haben wir schon gekämpft. Okay. Da ist die Dame mit dem Windgal. Ist ja egal. Absol. Oh, Absol ist geil. Level 48. Ist mir eines Kampfes würdig. Laubklinge. Was hat die ja gebelebt? Naja, okay. Hätte ich mir denken können, es ist ja ein Absol. Es absolviert den Angriff des Gegners. Aber es überlebt nicht die Attacke. Okay.
Jetzt! Ja, also. Jetzt holen wir das Itemrad da raus. Das zeigt mir einen Weg hier hin. Ist hier hin? Ja. Hä? Verdammt, das ist da unten. Da unten im Wasser. Müssen wir wieder nach unten latschen oder fahren. Wir sind ja auf dem Fahrrad, also fahren. Wir haben einen Schutz dabei. Nein, Itemrad da schon. Warte. Das regt auf, dass wir das ständig schließen müssen, wenn wir hier ins Menü wollen. Ja genau, Top-Schutz. Haben wir noch einen Top-Schutz? Haben wir echt keinen Top-Schutz mehr? Erstmal sortieren. Top-Schutz, hallo Top-Schutz. Wir haben echt keinen Top-Schutz. Nein, wir haben keinen Top-Schutz. Ist ja scheiße. Scheiße, ein Dangela. Komm, lass mich in Ruhe. Na toll. Tschüss. Eigentlich fliehe ich nicht gerne, aber bei sowas ist es mir allzu recht, dass ich hier fliehe. Wo geht's denn hier eigentlich lang, wenn man da noch umsurft? Aber das kommt jetzt später. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Itemradar. Das zeigt uns ein Item an. Und zwar hier im Meer. Und ein wildes Pokémon taucht auf. Wingull, schon wieder. Naja, besser als die ganzen Barschuft. Ist ja auch mal schön, wenn nicht nur Barschufts auch tauchen. Scheint hier oben zu sein. Eine Herzschuppe. Ich dachte, es wäre der Brief Nummer 3. Naja. Machen wir noch erst die Route fertig. Und dann machen wir uns auf den Weg zu dieser Höhle. Ach, da, die hat den dritten Brief, okay. Nun gut, da haben wir jetzt alle drei Briefe. Hier ist noch einer. Du da, zeig mir, was für tolle Pokémon du dir geangelt hast. Ich habe meine Angel in diesem Let's Play noch gar nicht eingesetzt. Konstantin. Krabi. Heute gibt es Krabbe zum Abendessen. Lecker, lecker. So, servieren Sie den Krebs bitte frittiert. Ich mag frittierte Sachen, Herr Ober. Dankeschön. So, was kommt jetzt? Octillery. Habe ich in meiner Soul Silver als Team-Pokémon gehabt. Kann Octazooka, ist eine richtig gute Attacke. So, und tschüss. Aber Octillery kann auch Eis strahlen. Also aufpassen. Oh, fast Level 62. Boah, was für tolle Pokémon. Gut. Hier oben braucht man Stärke, um weiterzukommen. Hier ist noch ein Item. Hier ist der FBI-Typ. Aber geben wir erst zuerst. Geben wir aber erst zuerst. Ja, genau. Geben wir zuerst dem Wingull den Brief wieder. So, hier. Wingull. Hey, das ist super! Da ist einer der besagten Briefe. Den solltest du gleich mal dem Wingull zeigen. Gori! Du hast sie alle wieder beschafft. Damit ist das Wingull aus dem Schneider. Gira. Und jetzt? Das Wingull? Nee. Das Wingull ist ganz glücklich weggeflogen und in den Himmel entschwunden. Huch, es hat etwas fallen gelassen. Es ist TM89 Kehrtwende. Nun gut. Nein! Ich wollte doch gar nicht ins Gras. Ich wollte nur schauen. Golbatz, rege mich auf, Golbatz. Komm, geh's Schwänze lutschen.
Tschüss. So, naja, ein Absol ist gut. Ich mag Absol. Und Flucht. Entschuldigung, aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Das verstehst du doch, Absol, oder? Hier ist ein Barschuft oder irgend so ein Viech. Nein, ist der FBI-Typ. Hier ist ein Angler, den haben wir schon bekämpft, ne? Ja. Und hier geht's ins Nevada. Und hier geht's auf ein höheres Plateau. Habe ich nicht gesagt, du sollst Sprachfehler. Tschüss. Wir brauchen einen Top-Schutz. Also wenn ich im Pokémon Center bin, dann kaufe ich mir sofort Top-Schutz. Tschüss. Hier braucht man Stärke, aber wir haben ja Stärke. So, Move des Felsen. Move des Rock, genau. Ah, mein Englisch ist so gut. Ich kann Englisch. Das einzige wirklich Englische, was ich brauche, ist, dass ich weiß, dass Fels Rock heißt. Und Psychokinese haben wir gefunden. Bringen wir es gleich Escalabra bei. So wissen der Chinese. Chinese, wo ist der Chinese? Hier ist Psychokinese. Okay, dann bringen wir Skelabra bei, ne? Oder Adventi, was soll's? So, es ist die Attacke, die wir vergessen werden, natürlich. Na, wer weiß es? Irrlicht. Okay. Damit haben wir eine Psycho-Attacke. Ideal gegen Kampf-Pokémon. So, und das war gerade meine Tastatur, die ihr da gehört habt. Diese Pokémon, diese Auftauchen, stören mich beim Spielen. Kommt, geht's weg, ich mag euch nicht, lasst mich in Ruhe. Tschüss. Entwickel dich gefälligst weiter, dann können wir kämpfen. Gut, hier müsste es noch... Ah, hier ist noch ein TM-Zerschneider. Busch. Im Busch. Hier ist ein Item. Es ist ein Stromisierer. Damit können wir Electek zu Elevoltek entwickeln, wenn man es tauscht. Hier ist ein Doppelkampf. Tipps-Trainer. Drückt man während eines Gespräches mit dem Visokaiser die verschiedenen Richtungen auf dem Steuerkreuz? Kann man das Aussehen des Bildschirms auf unterschiedliche Weise verändern? Das habe ich noch nie gehört. Moment, das muss ich mir anschauen. Also gut, hier. Wo ist der Visokaster? Visokaster? Hier. Wieso ist der Caster? Wieso heißt der Caster Visokaster? Hä? Verstehe ich nicht. Egal, ist ja auch nicht so wichtig. Tschüss. Lass uns kämpfen. Hey, bleib stehen. Ich will kämpfen. Doppelkampf. Unsere Pokémon bilden ein Spitzenteam. Unser Team ist unschlagbar. Das bekommst du gleich zu spüren. Zwillinge wahrscheinlich, ne? Ja, war zu erwarten. Emmy und Lin. Plus Ludminum. Die zwei Pokémon, die mich schon in dem Saphir LP genervt haben, wie die Sau. Mit ihren Paralyse-Attacken. Darauf habe ich jetzt keinen Nerv. Sie haben mich da immer schön zum Nerven gebracht. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Zeit für Rache. Was ist, überlebt die Attacke Hitzekoller? Laubklinge wird es auch überleben, ne? Laubklinge war schnell stärker als Hitzekoller.
wundert mich jetzt. Sehr bequem erreicht Level 63 und lernt Blätterstürm, die nicht physisch ist. Defizit sie ab 140. Tut mir leid, kein Interesse am Blättersturm. Tschüss. Tschüss. Zuflucht. Naja, gut. Zuflucht funktioniert nur, wenn alle AP aufgebraucht sind. Dann ergibt es eine mega starke Attacke. Aber ansonsten ist sie eher useless. So. Tschüss, Plusel. Na, ja, hat die Attacke überlebt, aber jetzt hat er Lockwing überlebt, so nicht. Plusel. Plusel ist down. Oh. Und Emily und Lynn in, Amy und Lynn sind auch down. So. Okay, ja. Jetzt sind wir auch schon fast in Ondula. Ein Pokémon-Kampf von malerischen Naturkulisse. Da lacht das Herz. Okay, mal schauen, Alexis heiße ich, ne? Und hier ist mein Pokémon ein Porenta. Ja gut, das machen wir jetzt gegen dieses Porenta. Oh Gott, ich habe schon wieder Rotz in der Nase, ist unglaublich. Warum immer, warum muss ich beim LP immer rotzen, das ist scheiße. Na komm, probieren wir mal die neue Psychokinese-Attacke von Adventi aus. Luftschnitt, na toll. Ich bin überhaupt nicht der Fan von Luftschnitt, aber ich bin der Fan von dieser Attacke hier. Ist zwar kein Step drauf, aber egal. Selber kam Porenta Sturzflug. Naja, okay. Das macht das Porenta ein bisschen stärker, finde ich eigentlich gut. Langeweile. Er hat wohl Langeweile, deswegen setzt der Topkin ihn so rein. Was ist jetzt? Nein, natürlich nicht. Es überlebt die Attacke. Wer hätte es gedacht? Und tschüss. Adventi reicht Level 62. Oh Gott, das wird heute ein mega langer Part. Ich möchte noch die Höhle hier erkunden und wir sind immer noch in dieser Route. Granbull, die Entwicklung von Snubbull. Wer hätte es gedacht? Okay, hier muss ich Psychokinese mal lassen und angreifen mit Hitzekoller. Hitzekoller ist noch physisch und Step, Hitzekoller ist Step drauf und Spezial und die Attacke ist nicht sehr, nicht sehr effektiv oder normal, sag mal so. Und es one-hittet ihn sogar. Dann komm, Stier, hab ich zu, egal. Okay. Hey, bleib da! Ich will noch ein bisschen mit quatschen! Nein, lass mich hier nur. Ach Gott, ist es deine Frau? Sieh an, was für ein stolzer Trainer! Dann zeige ich dir mal meine Pokémon, auf die ich nämlich auch sehr stolz bin! Ja. Das ist wahrscheinlich eine Veteranin. Ne, Dame, Gisela. Mentio Putze ist ein Käfer-Pokémon aus der vierten Generation. Und Venti. Dann ist der andere wahrscheinlich der, wie heißt denn der hat doch in dem Bushido-Film mitgemacht, oder? Wie heißt denn der? Der hat doch bei Millionär mal mitgemacht und er hatte den, dem Millionär gezwungen, als Kandidat mitzumachen. Aber wie heißt denn der? Wie heißt der vom Namen her? Ich weiß es nicht. Irgend so ein alter. Keine Ahnung. So ein alter Sack. Ich weiß den Namen nicht. Unglaublich. Palim Palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Spukball. Palin, Palin, was? Überlebt, oh Gott. Nein! Oh! Ich dachte schon, Palin, Palin macht meinen Adventi-Platz. Aber ist Palin, Palin gar nicht so stark. Und tschüss.
schockierend. Und wir sind bei 40 Minuten Aufnahmezeit. Aber ob das so lang wird wie der längste Part ever, den wir je gedreht haben, nämlich 1 Stunde 20. Wer weiß, vielleicht wird es sogar länger. Ich meine, diese Route dauert noch ein wenig. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt da... Ich glaube, wir müssen mal wieder surfen, ne? Surfen, surfen, surfen. Oh Gott, wir müssen da außen rum surfen, oh nein. Oder ich schau mal nach, vielleicht finden wir auch einen kürzeren Weg. Scheiße, wir müssen da außen rum surfen. Aber dafür, da tauchen wieder so scheiße wilde Pokémon auf. Nein, wir müssen von hier... Ah, wir können ja zum Glück hier ein bisschen abkürzen. Oder wir können komplett abkürzen. Ja. Ach, wie schön, wir müssen da gar nicht surfen. Na gut, freue mich. I'm happy when I see so it. Und hier ist ein Kämpfer. Bei einem Spaziergang am Sandstrand entlang spürst du dabei nicht auch die Größe der Welt? Nein. Okay, Schwarzgurt Wolfgang heißt er. Und er hat auch ein Karadonis, wie wir. Ja, es ist ein Level stärker als unseres. Verdammt. Ne, sogar zwei Level. Fuck. Ja, was soll ich anders machen? Wir müssen unser Zeppelin heilen. Das ist ja schon fast selbstverständlich, dass wir es heilen müssen, weil sonst stirbt es hundertprozentig. Wir können es auch wechseln, aber dann kriegt ein anderes Pokémon die Attacke ab. Na, Kampf! Die Attacke überlebst du, Zeppelin, das sage ich dir. Also, danke. Ja genau, senk ruhig deine Verteidigung noch weiter. Ich werde derweil so viel Hypertränke einsetzen, bis du keine AP mehr hast oder bis deine Verteidigung auf einem maximal niedrigen Wert ist. Ich glaube, jetzt greife ich an. Ich will jetzt auch nicht zu viel Hypertränke einsetzen, nur für dieses Karadonis. Deswegen greife ich jetzt an mit Lockklinge. Ja, ich hätte Drachenrote verwenden sollen, es wäre besser gewesen. Das würde ihn austauschen und dann... Würde eben die Robustheit jetzt nichts bringen, was jetzt wahrscheinlich nicht in Einsatz kommt. What the fuck? Tschüss. Na, bist du jetzt glücklich mit deiner scheiß Nahkampfattacke? Ich zeig dir mal einen richtigen Nahkampf. So, hier bitteschön. Was du kannst, kann ich auch. Rapid-Schutz. Bitte, die Attacke ist doch scheiße. Tschüss. Lang rumtun, killen und aus. So, was kommt jetzt? Wahrscheinlich kommt jetzt das andere. Nein, ich dachte, jetzt kommt das Karate-Pokémon oder was weiß ich. Kickli kommt es allerdings. Ah, na gut. Finde ich gut. Dann kommen immerhin ein paar andere Pokémon als die von der fünften Generation. Hier hätten wir eins aus der ersten Generation. Ist ja auch schön. Hitzekoller. So, Streife ist so wütend, dass es Feuer fängt. Verdammt, Megakick ist sehr stark, die Attacke. Ist allerdings eine normale Attacke, was viele nicht wissen. Ebenso wie Megahieb. Megahieb ist auch normal. Na gut, gegen Kampf bleibt mir nichts anderes übrig, als außer Geist-Pokémon einzusetzen. Psychokinese, jetzt haben wir hier was gegen Kampf-Pokémon. Ja, es setzt Ausdauer ein, er überlebt die nächste Runde noch. Okay, und diese Attacke wirst du nicht surviven. Like Bear Grylls, you don't will survive this. Okay, ab an den Strand. So, ich glaube, das war der letzte auf dieser Route. Hier ist Ondula. Aber ich glaube, ich habe noch etwas übersehen, was noch da ist auf dieser Route, nämlich hier oben geht es noch weiter. Hier waren wir noch nicht, da oben auf dieser Insel. Boah, die Route war länger als ich dachte. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Unglaublich. Hätte ich nie im Leben gedacht. Ich dachte, wir brauchen da nur 15 Minuten dafür. So kann man sich irren. So kann man sich irren. Hahaha.
Oh Gott, hier sind noch ein paar Trainer oder ein Trainer. Und hier ist ein Item. Aber komm, zuerst kommt der Trainer. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du siehst aus, als hättest du als Trainer was auf den Kasten. Im Kampf gegen dich ergründe ich vielleicht die letzten Geheimnisse. Er hat drei Pokémon, ein Barsch war. Warum keine Milotic? Warum kein Milotic, mein lieber Angler, warum kein Milotic? Sag's mir. Gibt es irgendeinen Grund, warum du deinen Barsch noch nicht entwickelst? Ich meine, Milotic sieht viel schöner aus und so. Und Pipapo und Tralala. Und Barsch war ist auch schwach. So schwach, dass ich mein Pokémon wechseln muss. Oh mein Gott, das ist die stärkste Attacke der Welt. Unglaublich. Es passiert gar nichts. Hilfe, ich werde sterben. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin aufgeschmissen gegen dieses Barschweil. Ich habe keinen Plan, doch Gegenschlag. Ich würde ja gerne Nahkampf einsetzen, aber Nahkampf hat keine AP mehr. So, Barschweil ist Geschichte. Was kommt jetzt? Remoraid. Na gut. Kann sich zur Artillerie entwickeln. Gigastoß. Du hast einen Gigastoß verdient, Remoraid. Und tschüss. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Fisch. Nein, doch nicht. Kingler kommt jetzt. Die Entwicklung von Krabby. Saiyajin. Da. Ja, ich weiß. Na, 25 KP. Und unser greift nur mit Wasserattacken an. Das war ja mal wieder clever von mir. Aber ich setze jetzt mal Lake ein. Lake zieht 140 KP ab. Oder macht Schaden 140. Also macht dasselbe. Okay, wir haben nur noch drei Pokémon. Eins davon ist Gary, also sind es nur noch zwei Pokémon und das andere ist angeschlagen. Was bleibt mir anders übrig, als Chuck Norris einzusetzen? Wir müssen echt mal ins Pokémon Center jetzt lang gehen. Zack! Fuck! Alter! Alter! Der Bonus Grab haben wir so stark! Hilfe! Jetzt haben wir noch unser Adventi und Gary. Psychokinese. Ich habe jetzt keine Lust zu heilen. Weil ich so ein risikoreicher Mensch bin. So. Level 63. Richtig, die Stärken. Was? Ach, geil. Komm. So, hier ist noch ein Item. Muss Item einsammeln. Es ist eine Abis-Platte, damit kann man Perlo zu Allabis entwickeln, wenn man es tauscht. Lauter dritte Generation Sachen hier in dieser Route. Fällt mir irgendwie auf. Aber vielleicht kann das auch eine Anspielung auf ein Remake sein, dass hier Sophie aus der dritten Generation wieder auftaucht. Wäre eine Möglichkeit. Ach, zum Glück können wir das Pokémon des Heeres, das letzte, was ich gebraucht hätte. Jetzt möchte ich erstmal Undula betreten. Und dann schauen wir uns die Höhle an. Das wird dann wieder ein mega langer Part. Aber ich möchte das Let's Play fertig haben. Ich möchte ja dann bald ein neues Let's Play anfangen. Am 15. möchte ich es anfangen. Und es ist in 2 Tagen, da werde ich vorproduzieren müssen und ja. Da werde ich auch ein paar Parts dann mal auslassen. Minecraft werde ich, glaube ich, dann auslassen und stattdessen mehr Pokémon hochladen. Damit ich das Let's Play fertig machen kann. Weil so viel ist es nicht mehr. Wir müssen nur noch die Route machen, dann noch die Starterkundung. Und dann noch die Route von Undula bis zur schwarzen Stadt. Noch komplett, dann noch die 7 Weisen finden. Diese Höhle da noch, da wo wir die Galagantris begegnet sind, also diese Höhle der Schulung heißt die, genau. Und dann noch
Ja, dann noch die Unterwasserruine. Und dann hätten wir es, glaube ich. Dann nur noch die Rematches, also ein paar Trainer noch, ein paar spezielle und dann die Liga. Und dann hätten wir das Let's Play eigentlich schon abgeschlossen. Ich bin auch im Überlegen, ob ich noch Specials zu den Event-Pokémon machen soll, aber ich glaube, das mache ich dann eher in dem weißen LP. Weil ich das Let's Play einfach fertig haben möchte und ja. Vielleicht ist dann auch mein Let's Player Skill besser, dann ist es auch würdig, dass ich das machen kann, so ein Event-Pokémon Special. Aber zuerst möchte ich zu dieser Höhle hingehen. Nämlich hier muss man entlang surfen. Aber das mache ich nicht ohne einen Schutz zu haben. Und warum setze ich jetzt ein Fahrrad ein? Kann mir das irgendjemand erklären? Mit dem Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad im Meer fahren. So, Hilltop-Schutz ist an erster Position, ist ja gut. Okay. Jetzt tauchen keine nervigen Pokémon mehr auf und wir können. Na, falls da irgendwie wie solche. Na, ihr wisst schon. Irgendwelche Special-Pokémons auftauchen. Schön, Schuppe, damit können wir Barschwar zu Milotic entwickeln, wenn wir es tauschen. Das ist neu gemacht worden in der fünften Generation. Früher konnte man es entwickeln, wenn man es einen hohen Schönheitswert gegeben hatte. Da habe ich, glaube ich, ein Special in Saphir-Edition gemacht. Und das war echt aufwendig, da musste man. Ja, Barschwar war auch damals auch sehr selten. Heutzutage ist es sehr leicht zu finden. Und ich hatte hier immer den Verdacht, dass diese Brücke ein Teil in dem Remake spielen wird, also in dem Special Edition spielen wird, also in der grauen Edition habe ich gedacht, Also ich habe immer gedacht, dass diese Brücke Teil der grauen Edition spielen wird. Allerdings kommt ja Schwarz und Weiß 2 raus. Und vielleicht hat diese Brücke hier vielleicht noch eine Bedeutung. Vielleicht führt sie in irgendein weiteres Areal oder so. Oder schaltet ein weiteres Event-Pokémon frei. Kann alles sein. Man weiß es nicht. So, hier ist die Höhle. Betreten wir sie einfach mal. Gut. Hier wird keine Beschreibung angezeigt. Die war wahrscheinlich schon draußen angezeigt worden. Na, Fahrrad möchte ich hier nicht, die Musik ist so schön. Nein, schön Schuppe, schützt nicht vor wilden Pokémon. Okay, laufen wir ein bisschen rum. Und hier ist ein Felsen, den wir bewegen können. Zack und zack. Und wo geht's hier lang? Oh Gott, laut. Hier geht's nur geradeaus nach oben. Oh. Bin ich jetzt den ganzen Scheißweg? Nee, ich will ein Item haben. Oh, hier gibt's keine Items. Gut, dann latschen wir wieder zurück. Das wird unserem Schutz sehr gut tun. Aber hier können wir surfen. Hier ist bestimmt ein verstecktes Item. Nein, kein verstecktes Item. Oh, schade. Ach ja, ich habe hier das Item mal da aus. Das hätte ja schon anschlagen müssen. Stimmt ja. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Okay. Wo geht's denn hier lang? Hier brauchen wir auch Stärke. Zack, zack. Hier ist ein verstecktes Item. Aber zuerst finden wir hier ein Kometstück. Können wir verkaufen oder eintauschen bei einem Sammler und dadurch Millionen kassieren? Ein Mini-Pilz, den können wir kassieren. Also den können wir tauschen, Millionen kassieren. Hier ist noch ein. Das ist wahrscheinlich TM Flammenwurf. Na, doch nicht. Sternenstück. Aber in dieser Höhle kann man eigene TM finden. Entweder Flammenwurf oder Eisstrahl. Ich glaube, Flammenwurf. Und Schutzbogen funktioniert jetzt nicht mehr. Hier finden wir Mini-Pilz. Wieder einen Schutz aktiv machen.
Nein, kein Kometstück. Kometstücke schützen nicht vor Pokémon, hab ich doch schon mal gesagt. Nur dieses Item schützt vor Pokémon. Ein Schutz. Nein, ich will das nicht. Gut, jetzt sind wir einmal um diese ganze Hülle herumgelatscht. Das muss die TM sein. Entweder Flammenwurf oder Eisstrahl. Ach, schon wieder ein Sternstück. Wo ist die TM? Hier müsste es irgendwo eine TM geben. Das weiß ich hundertprozentig. Hä? Ach, da in diesem Felsen, da ist noch was. Ein Riesenpilz. Ist da noch was? Nö, das war's. Naja, so groß ist die Höhle auch gar nicht. Ein Stahljuwel. Ich dachte schon, es taucht hier ein Stahlobor auf. Aber hier oben geht's noch weiter. Dann laufen wir zuerst hier entlang. So, und wo geht's denn da lang? Hier ist schon wieder eine Staubwolke. Ach, hier kommst, hier kommt man zu einer Surferstelle hin. Aber hier muss es doch irgendein verstecktes Item geben, oder? Also irgendeine TM. Da will ich mir... Wieder ein Kometstück. Ich will das da. Ich will das da und das da. Oh ja, ich komme da wieder raus. Na egal, lass uns erstmal gehen wir hier weiter nach draußen. Und wo sind wir hier? Jetzt sind wir in einer Innenhöhle. Oder in einem äußeren Bereich. In der... ja. Hier führt die... Die Höhle führt hier halt raus in... Die an die frische Luft. Okay, hier scheint nichts zu sein. Hier ist noch ein Item. Lauter Items findet man hier, ist echt schön. Ja, noch schöner ist es, wenn man Topschutz hat. Es war gerade ein Hänger gewesen, oh Gott, noch ein Hänger. Nein, ich mag keine Hänger. Das Spiel ist mal wieder hängen geblieben, hahaha. Hier ist noch ein Item. Hallo? Spiegel, hör auf zu laggen, bitte. Das hat man doch schon mal. Naja, das ist wahrscheinlich das allerletzte Mal in diesem Let's Play, dass das passiert. Hallo, ich... Willkommen in Lag City. Einwohner, ich. Seufz. Hallo? Spiel. Jetzt geht's wieder. War aber kurz ein Desmume-Hänger. Carbon. Oh Gott, nein. Keifel und Lunastein. Boah, die Level sind ja überirdisch. Aber ich will trotzdem nicht kämpfen. Tut mir leid, Leute. Tschüss. Hm, wie kommen wir da hin? Ah, hier kommen wir hin, okay. Einfach so, außenrum. Ah, hier ist TM Eisstrahl, okay. Wollen wir dir ein Pokémon beibringen? Ja, jetzt noch nicht, später vielleicht. Wobei, später werde ich es vergessen. Und meine Stimme verändert sich wieder. Ich hätte vielleicht was trinken sollen. Aber egal. Na, wo ist denn da? Eisstrahl, 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 Eisstrahl. Hier, Eisstrahl. Okay, Saiyajin kann Eisstrahl, ist gut. Saiyajin kann eh gerade nur Wasser attacken. Ich vergesse einfach mal Siedewasser. Dann tun wir die Feinde nicht mehr verbrennen, sondern einfrieren. Schutz wirkt nicht mehr, danke für die Info. Ich verwechsel immer irgendwie Select mit Start. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Ich habe doch Schutz eingesetzt. Na toll. Ditto. Ditto, lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Tschüss. Ein Hyperheiler.
Okay, vor dem dunkelgrünen Gras sollten wir vielleicht uns fernhalten, aber hier konnten wir uns nicht fernhalten. Keifel! Du keifst mich echt langsam an, ist dir das klar? Tschüss! I don't like to fight against you oder so ähnlich, keine Ahnung. Halt, Item war da noch aus. Kein Item in der Nähe, schade. Ah, hier ist ein Item. Psychoschock ist eine physische Spezialattacke. Eine physische psychische Spezialattacke. Pipi! Tschüss. Pipi. Jetzt müssen wir hier lang, wir dürfen nicht runterjumpen. Denn sonst müssen wir alles nochmal von vorne machen. Aber hier ist jetzt nur noch dunkelgrünes Gras. Okay, wir kommen immer weiter in die Mitte, weil es ja wie eine Spirale gerade läuft. Nein, hier nicht. Wir müssen da außen rum. Nein, müssen wir nicht. Hier ist doch lang, oder? Nee, doch. Nee. Hä? Hier geht's runter, aber das wollen wir doch nicht, oder? Wollen wir das? Nee, wollen wir nicht. Oder wollen wir? Nee. Doch, nee. Keine Ahnung. Der Part dauert doch nicht so lange, wie ich gedacht habe. Oh, Sonnenfehl. Und tschüss, Sonnenfee, kein Nerv gegen dich zu kämpfen. Tut mir leid. Ah, hier geht's lang. Genau. So, und wo sind wir hier jetzt? Wo kommt denn der Schnee her? Es ist April, da fängt es nicht an zu schneien. Ja gut, April, der weiß, was er will und so, ne? Aber ist ja. Was ist hier los? Mir ist kalt. Warum hat sich alles jetzt plötzlich so extrem verändert? Das verstehe ich nicht. Hier geht's in eine Hülle hinein, okay. Wo sind wir hier jetzt? Oh mein Gott! Was ist das für ein Pokémon? Erstmal Safe State. Ich nehme mal den vom 9. April. Hallöchen! Kyurem Battle! Das ist das Pokémon aus der schwarzen und weißen Edition 2. Und ihr seht, das Level ist übermächtig im Vergleich zu unserem Level 75. Boah! Da müssen wir kurz einen Prozess machen und Chuck Norris rausholen. Das ist auch so ziemlich das stärkste Pokémon, was wir in diesem Spiel fangen können. Ich probiere es mit Nahkampf, es wird Nahkampf bestimmt überleben. Und? Ja, also super geschwächt, sehr schön. Besser geht's nicht. Wie viele Bälle haben wir? Wir haben 18 Überbälle und 2 Timerbälle, 3 Wiederbälle und 1 Heilball. Naja, besser als nichts. Überball! Einmal, zweimal, dreimal und? Oh nein! Notsituation ist schlecht. Okay, wir wissen, Kyurem hat 49 KP noch übrig. Und es ist im roten Bereich, wohlgemerkt. Es ist im roten Bereich und hat noch 49 KP. Das ist viel. Das ist sogar sehr viel. Was war das? Eiszeit, oder? War der Attacke Eiszeit? Ich habe keine Ahnung. Shit.
Na gut, wir müssen Eis mit Feuer bekämpfen. Adventi. I try it with Hyperball. Einmal. Keinmal. Schade. Jetzt kommt Drachenpuls, eine Drachenattacke, wie man sicherlich weiß. Oh Gott. Shit, shit, shit. Hyperball nochmal versuchen. Und falls wir keine Hyperbälle mehr haben, werde ich einen Timerball einsetzen. Der ist effektiv, wenn der Kampf lange dauern soll. Ja, Dunkelball hätte ich vielleicht auch mitnehmen können. Ja, ich habe mich vorbereiten sollen und mehr Bälle kaufen sollen. Das wäre besser gewesen, als jetzt nur mit so wenig Bällen zu kämpfen. Soll ich angreifen? Nee, das ist mir zu riskant. Hyperball, nochmal. Ja, jetzt kann man eine Bälle schmeißen, also. Nein! Ja, es war die Eiszeitattacke. Das ist, glaube ich, Kyurems Spezialattacke. Oh man. Oh je. That's bad. Hyperball. Jetzt bleibt doch endlich in diesem blöden Ball, Kyurem. Sieh es doch endlich ein. Und er auf dich zu wehren. Früher oder später krieg ich dich doch so oder so. Du zögerst dein Gefangenwerden nur heraus. Ja, vielleicht wird es ja doch noch der längste Part, den wir hier gedreht haben, falls wir Kyurem nicht fangen sollten oder ständig fällen werden. 12 Hyperbälle haben wir noch. Jetzt sind es nur noch 11. Einmal. Fail. Na gut. Naja, also dieses Kyurem kämpft zu clever. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder eine Eisattacke einsetzt, so wie Eiszeit. Aber es ist Drachenpuls ein, was mich wundert. Ja gut. Ich probier's mal. Gary. Lilo. Lass doch mein Kätzchen in Ruhe. Das ist mein Haustier. Das ist mein Haustier. Es kann Rückkehr, siehst du? Ist doch süß, oder? Du willst doch so ein unschuldiges Kätzchen nicht umbringen, oder? Kyurem. Hab ein Herz. Und bleib in dem Ball drin. Sonst muss dieses Filo anfangen zu weinen. Und das magst du doch nicht. Oh. Ich glaube, Kyurem mag keine Katzen. Er hat mein Haustier umgebracht. Okay, jetzt haben wir nur noch Zappy Queen. Jetzt müssen wir Beleber einsetzen. Weil sonst werden wir diesen Kampf nicht überleben. Ich heile mal Adventi. Also dieses Kyurem weiß, wie man kämpft. Es setzt Eisattacken gegen Pflanzen-Pokémon ein und Drachenattacken gegen Wasser-Pokémon. So wie unser Soda Cheetah vorhin. Boah, ich hätte nie im Leben gedacht, dass Zappy Queen die Attacke überlebt. Aber gut, es gibt uns eine Gelegenheit, ein weiteres Pokémon zu heilen. Ich nehme mal wieder Saiyajin. Ja, und das war's für Zappy Queen. Eiszeit hat Zappy Queen gekillt. Ja gut, ich nehme mal Adventi wieder. Und hau nochmal einen Beleber raus, und zwar nochmal auf Zappy Queen, genau. Ja gut, er setzt eine Runde aus, mein Begrenzer, soll er ruhig. Hey, da schmeißen wir einen weiteren Hyperball. Und jetzt bleib bitte drin, Kyurem. Mach's uns nicht schwer. Läuft's.
Eisteil. Wie viel AP hat Eisteil eigentlich? Ich vermute 5, aber anscheinend hat es mehr als nur 5 AP. Also gut, ich muss Adventi jetzt heilen. Ah, wenn wir noch 10 Minuten aufnehmen, ist es der längste Part, den wir je gedreht haben. Hyperdrang auf Adventi. Ja gut, Eiszeit scheint echt mehr als 5 AP zu haben. Und es senkt die Initiative sogar. Also Eiszeit ist eine richtig gute Attacke. Aber was soll man bei einer Spezialattacke eines legendären Pokémon auch anders erwarten? Scheiße, scheiße, scheiße. Also langsam werde ich echt sauer auf Kyurem. Ja, also wenn wir dich jetzt nicht in 10 Minuten fangen, ist es der längste Part ever. Also Kyurem entscheidet, ob es ein langer Part wird oder ein Short Part oder ja. Ein Short Part kann man es gar nicht mehr nennen. Eine Stunde nennt man keinen Short Part mehr. Ich bin ja allgemein auch ein Let's Player, der sehr viel aufnimmt am Stück. Ja, also ein Let's Play, so ein Part, dauert bei mir ungefähr eine Dreiviertelstunde, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Besonders bei Pokémon dauert es sehr lange, ein Part, weil es so viel Spaß macht. Minecraft nehme ich nicht so viel am Stück auf, weil, ja, weil es mir nicht so viel Spaß macht wie Pokémon, ich gebe es offen und ehrlich zu. Okay, 6 Hyperbälle haben wir noch, ich verwende mal einen Timerball, vielleicht klappt es ja. Ja, okay, Kyurem zeigt sich unbeeindruckt von dem Ball. Und Adventi stirbt. Mist, Mist, Mist. Naja, Saiyajin muss ich jetzt da rausholen. Boah, da werde ich viel Spaß beim Rennen heute haben, unglaublich. Naja, Hyperball. Bleib in dem Ball drin, bleib in dem scheiß Ball drin, bleib in dem scheiß Ball drin, Kyurem, bleib in dem Ball drin. Haben wir jetzt verloren? Kann es sein? Ne, wir haben noch eins übrig. Sepitrin. Kyurem, du kannst uns nicht besiegen. Wir werden immer unsere Pokémon heilen, bis du keine AP mehr hast, deine Attacken, und uns nicht mehr anfassen kannst mit deinen Attacken. So. Wir werden es immer heilen und immer wieder und immer wieder und immer wieder, und selbst wenn du Eiszeit 1 Million mal einsetzt, wir werden uns immer wieder heilen. Und es leckt schon wieder. Liegt es vielleicht an der Länge der Aufnahme? Man weiß es nicht. Aber wenn das so ist, werde ich jetzt Adventi rausholen. Na, willst du mein Adventure schon wieder ownen? Versuch's doch. Kyurem. Saiyajin wird jetzt wiederbelebt. Ich hätte vielleicht doch 2 Parts dafür machen sollen. Und jetzt meistens in einem riesigen Part. Du kannst uns nicht killen, sieh's endlich ein. Das verstärken wir später die Kraft unseres Timerballs. Ich wollte schon Timer Balls sagen, aber es wäre ein bisschen pervers. So, ja. Wir haben noch 13 Beleber, also wir haben noch genug, ne? Also an Beleber mangelt es uns nicht. Na oh, ja, jetzt sieht es ein, dass es keine Chance hat und greift mit Notsituation an. Gut, wir leben hier weitere Pokémon wieder. Du hast es so gewollt, Kyurem. So, check aus, wieder beleben. Und jetzt haben ein bisschen die KP auffrischen von Adventi. Und jetzt Bälle schmeißen, weitere. Ich hau mal die letzten Hyperbälle weg, wir haben nur noch 4. Okay. Jetzt kommt die Drachenbolz-Attacke, er versucht wieder ein bisschen und Schaden zuzufügen.
Nur noch 5 Minuten, bis wir den längsten Part ever gedreht haben am Stück. Adventi! Vier Hyperbälle. Aha, okay. Begrenzer setzt wieder aus, freiwillig, dankeschön. Jetzt haben wir nur noch 2 Hyperbälle. Mit diesen haben wir 3, aber der wird ja wieder wahrscheinlich ausbrechen. Jawohl, dachte ich mir. Eiszeit kommt schon wieder. Also Eiszeit hat echt mehr als 5 AP. Ich schätze mal 10. Vielleicht hätten wir ein Pokémon mitnehmen sollen, das er Zwinger hat als Fähigkeit. Das würde bewirken, dass jeder seiner Attacke 2 AP verbrauchen würde und dadurch hätten wir es leichter eben kämpfen. Jetzt kommt schon wieder Drachenpuls, also. Kyurem gibt nicht auf. Ich werde dich in diesem Part fangen und wenn der Part 3 Stunden lang wird, ist mir egal. Und dann stürzt mein PC ab und ich muss alles neu drehen. Das wäre echt sehr ungeil. Also gut, wir leben Adventi wieder. Adventi ist die beste Lösung gegen Kyurem. Und Kyurem greift jetzt nur noch mit Drachenpuls an. Fällt mir auf. Lass dir mal was einfallen. Außer Drachenpuls kannst du doch noch was anderes. Begrenzer zum Beispiel. Denk mal drüber nach, ob du Begrenzer einsetzen willst. Okay, belebe ich einfach mal Chuck Norris wieder. Dankeschön, sag ich doch, setz mal Begrenzer ein. Und er hat meinen Vortrag akzeptiert. Und der letzte Hyperball. Und er büxt aus. Na toll. So, ich will den Kampf noch ein bisschen länger in die Länge ziehen. Wir haben nur noch insgesamt 5 Bälle. Jetzt setze ich mal einen Heilball ein. Und der Timerball, der kommt ganz am Schluss. Ach verdammt, Kyurem bleibt doch drin. Wieder Ball, wir haben Kyurem zwar noch nicht gefangen, aber was soll's. Ich werde dich immer wieder Pokébälle schmeißen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Schade, ich hatte auch sowas funktioniert. Man muss einfach wieder schreien, damit es funktioniert. Wieder Ball. Ich werde immer Bälle auf dich schmeißen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Oh oh, er setzt jetzt Verzweifel inzwischen ein. Überlebt, überlebt, überlebt. Kyurem, überlebt diesen Verzweifler. Ich sag's dir, du überlebst den Verzweifler. Kyurem bringt mich echt zum Verzweifeln. Okay, laden, laden, laden. Ja, heute haben wir den 13. 15 Uhr. Boah, der Kampf hat 10 Minuten gedauert. Unglaublich. Ich glaube, das wird tatsächlich der längste. Nein, nicht so. Das wird tatsächlich der längste Part, den wir gedreht haben. Anscheinend. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es der längste Part wird. Okay. Ich hätte vielleicht statt dem Wiederball einen Dingsball schmeißen sollen. Ich dachte echt noch, dass Kyurem noch AP übrig hat, eine Menge. Begrenzer zum Beispiel. Begrenzer hat er ja gar nicht so oft eingesetzt. Grenze. Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich weiß nicht mehr, was ich quatschen soll. Erinnert mich irgendwie an meinem roten LP, das ich auf Speed in einem Stück gemacht habe. Warum schmeiße ich jetzt schon Hyperball? Kann mir das jemand erklären? Wahrscheinlich aus Gewohnheit.
Ich probiere es mal mit Hitzekolle. Danke für die verschwendete Attacke, Kyurem. Sehr freundlich. Und wir haben die 1,20 erreicht und ist damit der längste Part ever. Applaus. Nun ja, ich versuch's mit Spukball. Kyurem mit Spukball bestimmt überleben, weil Kyurem ist ja legendär, ne? Oh ja, Advent überlebt, will in unserem Nähe den doch kurz nicht mehr. Mir gehen langsam die Wörter aus, was ich hier quatschen möchte. Ich probier's mal mit Eisstrahl. Kyurem ist vom Typ Drache, aber auch vom Typ Eis, also wäre die Attacke normal stark. Und es könnte ihn einfrieren, wenn wir Glück haben. Na, tut nicht, schade. Ich probier's nochmal. Danke für den Migränzer, sehr freundlich. Eisstrahl. So, und du überlebst den Eisstrahl. Dankeschön. Perfekt geschwächt wieder. Die Statusveränderung wäre natürlich besser noch zusätzlich, aber wir haben keine Statusveränderung außer Eis und Feuer. Und die würden ihn ja eigentlich nur schwächen jetzt. Bleib in den scheiß Ball. Ich nehme schon 21 Minuten auf am Stück. Das ist kein Part mehr, das ist ein Longtime-Special. Ich dachte jetzt echt, es wäre drin. Naja. So kann man sich täuschen. Chuck Norris. Chuck Norris. Mach dieses Kyurem fertig. Und zwar schnell. Schnell. Überball. Du hast Angst vor Chuck Norris. Deswegen versteckst du dich jetzt in den Ball. Also ich werde es dann nach dem Versuch noch einmal probieren. Wenn wir es nicht schaffen, dann werde ich es im nächsten Part fangen. Weil mir gehen auch langsam, mir geht auch langsam die Spucke aus und die Sprech, ne, die Sprech, Dingsbums, keine Ahnung. Die Wörter gehen mir auch langsam aus und mein Kehlkopf tut auch langsam schon weh vom vielen Sprechen. Jetzt lag schon wieder. Mit Eiszeit ist echt nicht zu spaßen. Eiszeit ist echt heftig. Eiszeit ist echt heftig, echt heftig. Ich setz doch mal Streifi ein. Streifi, Streifi. Ein Hyperball nochmal. Ja, wir können jetzt noch Bälle schmeißen. Also, wir können nur noch Bälle schmeißen und heilen. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so besonders spannend. Oh nee, je. Nee, 9876543210. Na, ich probier's mit Gary. Und einer Zerschneiderattacke. Kyurem hat immer noch mehr KP als Gary. Unglaublich, unglaublich. Lustig und unglaublich. Oder beides. Jetzt haben wir, glaube ich, einen KP mit Zerschneider abgezockt. Ja gut, nutzen wir die Gelegenheit, um unser Pokémon zu heilen. Adventi. Danke, dass du so viel Notsituation verschwendest. Die Attacke hätte uns gefährlich werden können später. Aber wenn du so gerne gegen meinen Felilo einsetzt, bin ich glücklich. Wollen wir noch mit Zerschneiderschutzverfahren einsetzen? Na komm, nehme ich erstmal Kratzer ein. So, hier, Kratzer. Ganz schön mutig von meinem Gary, dass er ein Legi kratzt. So, hast du Angst vor Felilo? Ich probier's mal. Vielleicht hat Kyurem tatsächlich Angst vor einer Katze. Kommt ja auch vor. Elefanten haben ja auch Angst vor Mäuse. Kyurem hat Angst vor meinem Felilo gehabt. Unglaublich. Okay,
Kyurem, Schwelle Drache Eis, Größe 3 Meter, Gewicht 325 Kilogramm. Sein Körper erzeugt in seinem Inneren gewaltige Mengen an Kälteenergie. Tritt diese jedoch aus, die friert sein Körper. Pokémon Nummer 646. Kein Spitznamen. Okay, dann geh ich noch schnell aus der Höhle, so viel Zeit muss noch sein. Und zwar, ganz leicht, haben wir ein Fluchtseil. Ich schau schnell. Fluchtseil. Nein, wir haben kein Fluchtseil, kein Problem, wir haben Schaufler. Schaufler, 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 wo ist Schaufler, 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 wo ist Schaufler, Schaufler? Schaufler ist hier oben, ne? Folterknecht, Felsgrab, Durchbruch, Schaufler hier. So, und zwar bringen wir Schaufler einfach mal Saiyajin bei und vergessen die Attacke. Eisstrahl. Wir können Eisstrahl ja wieder erlernen lassen, das ist ja schließlich Pokémon Schwarz. TMs kann man nur endlich mal verwenden. So, hier Schaufler. Damit kann Saiyajin 3 solche Attacken, solche Außenattacken, die man außerhalb des Kampfes einsetzen kann. Aber zuerst brauchen wir Schaufler, um aus dieser Höhle zu kommen. So, und um diesen Part noch gänzlich in die Länge zu ziehen, werde ich noch Saiyajin nochmal Eisstrahl erlernen lassen, weil wir es im nächsten Part wahrscheinlich wieder vergessen werden. Eisstrahl ist weiter oben, ne? Eisstrahl ist, glaube ich, TM14 oder so. Oder? 13, fuck. Und wir vergessen jetzt einfach wieder die Attacke. Schaufler. Und so kann man sich ganz leicht Fluchtseile sparen. So, und jetzt zurück nach Ondula. Nein, nicht mit dem Itemradar, sondern hier Fahrrad. Und zwar ohne das Gras zu berühren. Das Gras ist böse. Da tauchen böse Pokémon auf. Sehr böse Pokémon. So, hier, jetzt müssen wir hier rüber surfen. Und zack. Dann noch Fahrrad. Schutz wirkt nicht mehr, ja, macht nichts. Hier ist eh kein Gras mehr. Und dann ist da doch noch Gras da. Ja, hier ist Gras, aber da müssen wir nicht hin. Tschüss. Hier sind noch versteckte Items, aber da pfeife ich jetzt mal. Ich möchte den Part nicht beenden. Da holen wir uns vielleicht, wenn wir Lust drauf haben, oder gar nicht. Wohl eher gar nicht, so ab ins Pokécenter. Nehmen wir noch schnell Alduine mit. Sagt Pokémon bewegen. Wahrscheinlich ist der Part inzwischen längst unsynchron. Dann hätten wir einen unsynchron langen Part. Heil schnell meine Pokémon. Ja gut, du tust den Part auch noch gänzlich in die Länge ziehen. Genau. Gut, im nächsten Part erkunden wir die Stadt Ondula und säubern die Route von Ondula nach zur schwarzen Stadt. So, ich mache da mal eine Pause. Bis zum nächsten Part. Servus.